Hallo bei 9,5. Einen Apfel am Tag und manchmal auch gar nichts. Das war normal für Nele, die ich gleich kennenlernen werde. Nele hat ein ganz großes Problem mit dem Essen. Sie ist magersüchtig und hätte daran sterben können. Was es genau bedeutet, magersüchtig zu sein und wie es dazu kommen kann, das werde ich gleich erfahren. Ich besuche Nele in einer WG für Mädchen mit Essstörungen. Nele wohnt hier zusammen mit 6 anderen Mädchen und ihren Betreuerinnen. Also da ist das Büro von den Betreuern. Können wir mal anrufen. Das ist das Wohnzimmer. Och, das ist ja schön groß. Neles Mitbewohnerinnen möchten nicht gefilmt werden. Außer Giulietta, die ich aber erst später kennenlerne. Die Mädchen in der WG haben alle Probleme mit dem Essen. Bei Nele fing das mit 15 an. In der Küche wird gerade das Mittagessen zubereitet. Nele lernt in der WG wieder regelmäßig zu essen. Bei dir hängen da so Zettel dran, habe ich gerade gesehen, ne? Wo dein Name draufsteht. Ja, warum sind die da drauf? Ich habe halt vorportioniertes Essen. Und das heißt, dass die Betreuer mir das Essen portionieren und ich das nicht selber mache. Und das dann halt noch kann Nele schwer selber einschätzen, wie viel Essen sie braucht. Sie erzählt mir, wie die Magersucht bei ihr anfing. Bei mir kam das durch so einen ganz starken Perfektionismus zustande und so. Ich war total ehrgeizig, da bin ich halt auch immer noch. Und dann bin ich dadurch so reingerutscht und habe dann sozusagen meinen Körper total unter Kontrolle gehabt und so. Aber bei manchen ist es so, die wollen, keine Ahnung, die gucken sich Vorbilder an von Models und so oder von irgendwelchen, die ganz dünn sind und so und möchten dann abnehmen oder fühlen sich zu dick. Dabei sind Magersüchtige oft extrem dünn. Auch Nele hatte starkes Untergewicht. Zum Glück hat sie schon wieder zugenommen, sie braucht aber einen strengen Speiseplan. Sie muss 3 große Mahlzeiten und 3 kleinere am Tag essen. Nele soll ihr Gewicht halten und im besten Fall sogar noch ein bisschen zunehmen. Eine Betreuerin achtet darauf, dass sie auch wirklich alles aufisst. Was ist denn dein Lieblingsessen eigentlich? Hast du irgendwas, was du so richtig gerne magst? Ich mag tatsächlich diese Süßkartoffeln gerne. Und ich mag auch Sushi sehr gerne. Oh, ich auch. Ja, cool. Kannst du das Essen denn hier jetzt richtig genießen, weil du es gerne magst? Oder stresst dich das doch noch ganz schön? Also jetzt geht's eigentlich. Also ich hab halt auch, es ist zum Beispiel gerade die Klausurenphase zu Ende. Da habe ich das Gefühl, ich habe es jetzt geschafft mit den Klausuren. Jetzt habe ich mir jetzt verdient, jetzt darf ich was essen quasi. Noch mehr verdient hätte ich dann quasi, wenn ich dann auch noch ganz viel mich bewegt hätte davor. Aber es ist ja eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt mal nicht mache. Das heißt, so ganz normal, sage ich jetzt mal, ist es ja noch nicht, wie du mit Essen umgehst. Nee, aber ich glaube, desto länger ich hier bin, desto normaler wird das auch. Nele lebt jetzt seit 9 Monaten in der WG. Und dass ich mit ihr beim Essen über ihre Magersucht sprechen kann, ist wirklich ein Fortschritt. Ihr Verhältnis zum Essen war lange nicht so entspannt. Sie hatte zu Beginn der Krankheit auch viele Zwänge. Zum Beispiel musste ich jetzt nach jedem Stück Apfel erstmal 3 Runden draußen joggen. Und ich habe halt Leistungsturnen gemacht, deswegen wollte ich halt auch da immer sehr perfektionistisch sein. Und dann musste ich halt immer ganz viele Spagatsprünge machen. Dann hatte ich zum Beispiel meinen Zwang, dass ich 4x 44 Spagatsprünge machen muss. Ich weiß auch nicht genau, wie ich auf die Zahl kam. Nele hat ihre Portion aufgegessen und zeigt mir ihr Zimmer. Und ich sehe, du bist Einhornfell. Ja. Ich sehe aber auch viele Erinnerungen an damals. Leistungsturnen war Neles Leben. 4x Training in der Woche. Sie ist die älteste von 7 Geschwistern und ständig in Bewegung. In ihrer schlimmsten Phase hat Nele 12 Kilo in wenigen Wochen abgenommen. Sie war so schwach, dass ihr Herz beinahe aufgehört hätte zu schlagen. Gerade noch rechtzeitig haben ihre Eltern sie in eine Klinik gebracht. Ich erkenne Nele kaum wieder. Hast du dich denn da trotzdem noch zu dick gefühlt? Ja, das war eigentlich so absurd. Also, so dünner ich war, desto dicker habe ich mich gefühlt. Also, so kranker ich auch war, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich muss abnehmen. Es wurde eigentlich immer schlimmer. Ich bin immer weiter in den Teufelskreis reingerutscht. Nele war 10 Monate in der Klinik. Sie konnte währenddessen nicht zur Schule gehen und auch nur ganz selten nach Hause. Die Magersucht hatte Nele fest im Griff. Ihrem Tagebuch hat sie damals viel anvertraut. Vielleicht lese ich eins mal vor oder so. Wenn du das möchtest, gerne, ja. Okay. Ich weiß, meine Zimmernachbarin schläft heute Nacht zu Hause und ich bin gleich allein in meinem Zimmer. Ich habe Angst, allein in meinem Zimmer zu sein, Angst vor mir selbst, weil ich weiß, dass mein Kopf jeden Moment, wo ich alleine bin, nutzt, um Sport zu machen. Ich weiß, dass mein Kopf nur zufrieden sein wird, wenn ich eine bestimmte Anzahl und Reihenfolge an Sprüngen und Übungen
gemacht habe. Ich habe angefangen, Sport zu machen, obwohl mein Körper gar nicht mehr kann. Ich spüre meine Beine fast nicht mehr von den ganzen Sprüngen. Aber mein Kopf sagt trotzdem, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, da war ich halt so ziemlich machtlos. Aber das ist jetzt gerade ungefähr ein Jahr her. Ja. Wie geht's dir jetzt, wenn du das liest? Klar, in manchen Situationen erkenne ich mich noch mal wieder so. Aber so schlimm wie da ist es jetzt einfach nicht mehr. Und da bin ich schon froh drum. Die Zeit in der Klinik hat Nele wahrscheinlich das Leben gerettet. Aber ganz gesund ist sie noch nicht. Am nächsten Tag treffen wir uns an der Uniklinik in Köln. Da hat Nele regelmäßig Kontrolltermine bei ihrer Ärztin. Hallo. Na, wie geht's dir denn jetzt vor deinem Termin hier? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt so, weil ich halt besprechen wollte, wie das in den Osterferien aussieht, ob ich nach Hause darf und wie lange und ob ich vielleicht eine Mahlzeit selber portionieren darf. Ich bin also ein bisschen aufgeregt, was die Ärztin dann dazu sagen wird. Aber bei der Visite, wie der Termin offiziell heißt, macht sich Frau Dr. Bartels einen Eindruck von Neles Gesundheitszustand. Neles Gewicht muss im Korridor sein. Das heißt, es muss in einem bestimmten Bereich liegen. Weil Nele das Gewicht nicht sehen möchte, steigt sie rückwärts auf die Waage. Denn allein die Zahl kann bei Nele ein schlechtes Gefühl auslösen. Alles klar, danke. Hey, na, wie war's? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall erleichtert so nach der Visite. Ich habe auch mein Gewicht im Korridor gehalten, das ist gut. Das Abendessen darf Nele jetzt testweise selbst portionieren. Es geht in kleinen Schritten vorwärts. Sie erzählt mir auf dem Heimweg, dass sie damals in der Klinik aber auch immer wieder Rückschläge hatte. Irgendwann kam dann der Moment, wo sie das alles nicht mehr wollte. Da dachte ich so, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesen Scheiß. Ich muss jetzt einfach anstrengen. Da habe ich mir Motivation aufgeschrieben, so, die mich motivieren. So Sachen, die ich danach nach der Klinik machen kann, was ich mit meiner Familie unternehmen will, wohin ich überall reisen will und so. Und dann, das hat mir halt einfach wieder so Spaß am Leben gebracht und so, da hatte ich dann einfach Lust. Aber du hast ja schon noch einen ganz schön langen Weg vor dir, ne? Ja. Wie schätzt du das ein? Was glaubst du, wann du gesund sein wirst? Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nach einem Jahr ziehe ich hier aus, dann ziehe ich wieder nach Hause und so, aber jetzt okay, ich brauche doch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich denke mal vor meinem 18. Geburtstag schon. Nele muss ihr bisheriges Verhalten komplett ändern. Sport soll Spaß machen und nicht zum Abnehmen dienen. Und beim Lernen soll kein Leistungsdruck entstehen. Deshalb darf Nele auch nur eine Stunde täglich lernen. Dann ist Schluss und sie gibt die Schulsachen ab. Zeit für schöne Dinge. Spielen zum Beispiel mit Neles Mitbewohnerin Julietta. Normalerweise reden die Mädchen untereinander nicht so viel über die Magersucht. Schließlich haben sie gelernt, dass das Leben mehr Spaß macht, wenn sie nicht ständig über ihr Gewicht nachdenken. Was würdet ihr denn jetzt anderen raten, die drohen, in eine Magersucht abzurutschen oder die Probleme mit dem Essen haben? Ich würde sagen, auf jeden Fall frühzeitig Hilfe annehmen. Weil wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, dann kann man ganz schnell wieder rauskommen, dann kann es ganz schnell besser werden. Umso länger man das eben durchzieht, nichts zu essen und oder Sport machen oder wie auch immer in so einer Art, umso länger dauert es halt auch wieder gesund zu werden. Und was ich auch raten würde, ist einfach ehrlich zu sein zu sich selbst und auch zu anderen. Weil ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn man vor allem bei Sachen Zwängen und Essstörungen, da lügt man oft rum. Ja, irgendwie sowas, ich habe schon gegessen oder so. Ja, und verheimlicht Sachen und so. Ja. Und das aus meiner Erfahrung, das fliegt eh irgendwann auf. Und, also dann dauert es nur noch länger. Also ihr sagt, es ist ganz wichtig, dass man sich das einfach ganz früh eingesteht und aufhört, sich da selbst in die Tasche zu lügen, ne? Und dann auch Hilfe sucht und annimmt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, so richtig gut geht's mir gerade eigentlich auch nicht, ihr vielleicht Kummer habt, euch zu dick fühlt und nicht mehr richtig esst, dann holt euch bitte Hilfe. Wo ihr die finden könnt, das könnt ihr auf unserer Internetseite nachlesen und zwar unter www.neuneinhalb.de. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wir spielen noch eine Runde? Ja. Na dann, wer ist dran? Immer der fragt.